Im heutigen Ausschuss für Recht und Verfassung hat die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg vorgetragen zum Sachverhalt Uri Jallo, der jetzt mittlerweile seit 14 Jahren die sachsen-anhaltinische Justiz beschäftigt, auf immer wieder angekurbelten politischen Druck der Linken vorwiegend. Der Generalstaatsanwalt Konrad hat heute nochmal eindeutig klargestellt, dass das Verfahren hiermit geschlossen bleibt, was die AfD nur begrüßen kann. Nach der 14-jährigen Schmutzkampagne gegen die Polizei Dessau, gegen die Polizeibeamten Dessau, die dort fälschlicherweise 14 Jahre beschuldigt worden sind, stellt sich für uns jetzt die Frage, wie leistet die Landesregierung für diese Beamten Schadenersatz und ausgefallene Beförderung, der schlechte Ruf der Dienststelle Dessau, der damit politisch erwürgt worden ist, die Familienangehörigen der Polizeibeamten, der Druck, den die Leute ausgehalten haben, die medizinische Behandlung aufgrund verletzter Psychen. Da kann sich die Landesregierung durchaus noch mal Gedanken machen. Die AfD wird dort dranbleiben. Was kann man den Beamten an Schadenersatz jetzt zur Wiedergutmachung zugutekommen lassen? Hier stellen sich weitere Fragen für die AfD. Es wurde auch noch mal beleuchtet, das Verhalten und die Rolle des jetzt mittlerweile sich im Ruhestand befindenden leitenden Oberstaatsanwaltes Volker Bittmann aus Dessau. Hier wird die AfD noch weitere Fragen stellen werden. Ansonsten bedanken wir uns für die weise Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg, die sich nach einem Jahr Prüfung des Sachverhaltes nicht leicht gemacht hat und eine weise Entscheidung getroffen hat. Vielen Dank an die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg.